Moin, moin und herzlich willkommen zurück bei Hardcore Kerbel. So, wie angefragt, hattet ihr noch so ein, zwei Inputs zum Fahrzeug. Eins davon war, es wäre vielleicht nicht besonders schlau, die Batterie jetzt schon zuzumachen. Da muss ich leider zustimmen, das wäre es tatsächlich nicht, denn die brauche ich noch für unterwegs und die kann ich oben immer noch zumachen, wenn sie aufgeladen ist. Die Anmerkung mit dem Hitzeschild hatte ich schon beantwortet. Alles cool, das Ding soll nirgendwo landen, deshalb hat es keine Fallschirme, keine Hitzeschilde, kein sonst irgendwas. Und was ich auch noch gelernt habe, die hier brauche ich nicht. Zack, 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 zack. Und man kann Anzahlen mit Rechtsklick einfach höher schrauben. Wie cool ist das denn? Auch das habe ich noch gelernt. Und wenn ich was lerne, bin ich natürlich gerne bereit, euch das weiterzugeben. So, und das schrauben wir mal ein bisschen hoch. Gott. Weil mit den Dingern, wenn man mit dem Rechtsklick bedient, aber das werdet ihr dann sehen, kann man wohl auch ohne so eine Strut Dinge miteinander verbinden. So, das ganze Ding hat jetzt mit der normalen Max-Crew eine Zeit von knapp über 2 Jahren. Das sollte hoffentlich reichen, um notfalls eine Rettungsmission zu planen, später mal, falls wir es verbocken. Und jetzt gilt es, die Crew zusammenzustellen. Also, ich habe ja gesagt, ich will einen Piloten, ich will einen Engineer und ich will einen Scientist mitnehmen. Als Pilot, wer war lange nicht unterwegs? Ich glaube, ich gehe einfach mal von oben ran und nehme den Freaky. Der war tatsächlich lange nicht mehr unterwegs. Ich glaube, ich kann mich das letzte Mal erinnern an irgendeine wilde Rettungsmission, die er geflogen ist. Dann hatten sich der Explo und der Tobi beide als Scientists beworben. Ich habe eine Münze geworfen und es hat den Explo erwischt. Also Explo darf diese Mission mitfliegen. Tobi, wir behalten dich mal im Hinterkopf als den nächsten Scientist für die nächste Mission. Außerdem ist ja in dem Raumschiff an sich dann noch ein bisschen mehr Platz. Also wenn es nach Duna geht, kommen auch noch ein paar mehr Kerbals mit. So, und bei den Engineers, ich würde sagen, den Schnorpel hatten wir auch lange nicht draußen. Ich würde sagen, Schnorpel hat sich hiermit gerade eben freiwillig gemeldet. Schnorpel hat auch noch nicht so viel Sternchen, deshalb kann er was tun für sein Geld. Und das ist dann die Crew, die den ganzen Spaß nach oben fliegt. So. Damit sollte das Teil hier eigentlich einsatzbereit sein. Wenn ich es nicht völlig verbocke, müsste das eigentlich ziemlich straight in die Atmosphäre gehen. Ich mache jetzt der Form halber mal hier noch so eine Strut mit dazwischen, dass uns die Booster nicht so rumwackeln. Die anderen Dinge hatte ich hier gestruttet, ja, habe ich. Sehr schön. Dann kann hier eigentlich nicht mehr viel Schlimmes passieren. Da sind Struts dazwischen. Insgesamt haben wir nicht allzu viel zu stagen. Und dann würde ich sagen, schicken wir das Cockpit mal auf seine Reise zur Station. So. Und dafür machen wir, oder zur Station, zu unserem Raumschiff meine ich damit natürlich. So, insgesamt scheint das gut zu halten. Okay. So, machen wir die Karte auf. Wir sind da unten und unser Schiff ist jetzt gerade da hinten. Das wird unser Ziel. Das ist noch ein bisschen weiter weg. Ja, und es wurde mal wieder mit mir gemeckert, mit mir und meinem Kommsat-Netzwerk und das völlig zu Recht. Also ich muss da noch ein bisschen was tun. Wir haben jetzt hier quasi 1, 2, 3 und da drüben ist der vierte Kommsat. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall hier in die Lücke und hier in die Lücke noch einen Kommsat setzen. Und es gab auch den Vorschlag der Bodenstationen, finde ich auch nicht schlecht. Also quasi unten Bodenstationen als Relays nochmal zu verteilen. Also kleine gelandete Dinger. Prinzipiell voll gute Idee. Und sobald ich den Space Truck fertig gebaut habe, werde ich mich dieser Verantwortung auch stellen. So. Ich mache mal wieder meine gute 400 Kilometer Startentfernung. Das hat sich bei mir irgendwie komplett im Gehirn festgebrannt und scheint zumindest für mich zu funktionieren. Und deshalb mache ich das einfach weiterhin. So, 400 Kilometer. Zadap, Vollschub, zack, Karte aus. Und dann hauen wir das Ding mal in den Orbit hoch. Wie der Brocken so fliegt, sieht aber insgesamt ganz gut aus. Ja, und ich hoffe mal, dass jetzt auch alle Bugs bekämpft sind mittlerweile. Da fällt mir noch was auf. Hat eins Edit. Ich sehe überhaupt keine. Ne, nicht Orbite. Hoch ist ein bisschen schnell. Ich will Vessel und ich möchte Delta V Total haben. Dankeschön. Irgendwie fehlt es. Oh Gott,
richtig schnell, ne? So schnell wollte ich gar nicht. Na gut. Okay, ich fange mal an, den Gravity Turn einzuleiten, bevor wir verglühen. Oh, 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 mehr Gravity Turn, als ich wollte. Fuck! Nein! Okay, lass uns das mal drehen mit den Boostern. Komm, dreh dich rum, dreh dich rum, dreh dich rum, dreh dich rum und hoch, komm. Ja, ja, alles gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Ein kleiner Salto in Ehren, kann keiner verwehren. So, jetzt machen wir das aber nicht nochmal. So, weg mit den Boostern. Ups. Warum dreht er sich so? Wir sind einfach zu schnell, glaube ich. Ah. Komm schon, lass mich nicht im Stich, Rakete. Lass mich nicht im Stich. Irgendwas ist fürchterlich unaerodynamisch an dem Hubel. Irgendwas ist nicht gut. So, komm, 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 komm. Weil ich meine Flossen nicht rangebaut habe, ne? Das wird es nämlich sein. Das sind einfach meine Flossen, die mir fehlen. Die ich sonst immer habe. So, aber es ist noch nichts verloren. Es ist noch nichts verloren. Noch fliegen wir. So, ich muss vielleicht ein paar Korrekturen mal durchführen. Oi, 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 oi. Das ist heute alles ein bisschen holprig. Ich hätte einfach vorher sagen sollen, ich überspringe das und wir sehen uns dann gleich im Orbit. Okay, ich lasse uns jetzt einfach rausdriften. Das hat uns eh schon alles ein bisschen ab vom Kurs gebracht. Ein bisschen. So. Autschi. So, ich lasse uns jetzt erstmal hochdriften, wie gesagt. Und dann müssen wir gleich mal ein bisschen Hardgas geben, wenn wir in Richtung der ganzen Geschichte kommen. Das lief nicht so wie geplant, nicht so ganz. So, ich drehe uns mal schon mal in Richtung Target Retrograde. Das wird jetzt wahrscheinlich relativ schnell kommen. Wie weit noch? 122, aber wir sind echt... echt schnell unterwegs, also das Target hat echt einen hohen Geschwindigkeitsunterschied. Einen hohen Geschwindigkeitsunterschied. Also diese kleinen Tüdelflügel da in der Mitte haben es nicht so richtig gebracht, muss ich ehrlich sagen. War nicht so gut wie gedacht. So. Wie viel haben wir noch? Ja, wird langsam. 79 Kilometer. Ja, da muss man noch ein bisschen was brennen. Oh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das noch reicht. Wir haben nämlich ganz schön verschwendet unser Fuel durch die Gegend geschmissen. Also das war eine echt verschwenderische Nummer insgesamt. Ah doch. Da kommt noch ein bisschen was. So. Okay, der Intersekt wird ein bisschen knapp. Mann, 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 Mann. So, ich pump uns jetzt erstmal in den Orbit hoch, dass wir das zumindest erledigt haben. Ach, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. So, wir haben eine Periapsis von 41 Kilometern. Im Großen und Ganzen okayisch, aber doll ist es nicht. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir in Richtung unseres Ziels kommen mit dem restlichen Treibstoff. Das sollte reichen, das Andocken können wir dann mit dem ganzen anderen Kram machen. So. Jetzt kürzen wir hier natürlich ein bisschen ab. So, wo treffen wir uns denn? Das hilft mir jetzt natürlich nur sehr eingeschränkt. Da sind wir gut, ja. Ich habe echt nicht viel Delta-V, ne? Ich habe keinen Fallschirm an der Gurke dran. Gitti, 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 gitt. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Zap, 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 zap. Also, wer kommt da vorbei? Wir können natürlich probieren, zu ihm aufzuschließen dann. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie gucken, dass wir das Teil hier sauber in den Orbit bekommen. Dann können wir uns über so Kleinigkeiten wie ich muss die Station noch treffen, ich muss das Raumschiff noch treffen, Sorgen machen. Denn wir sind nicht gerade grandios unterwegs, muss ich sagen.
durch die ganze Spritverschwendung, die ich da betrieben habe mit dem Doppelsalto, war das natürlich hochgradig ineffizient. Ja. Und das ist jetzt natürlich nicht das Tollste für die Annäherung, aber wie gesagt, ich habe noch knapp 400 Meter pro Sekunde zur Verfügung. Mit denen möchte ich jetzt erstmal sicherstellen, dass wir hier auf jeden Fall... So. Da hinten haben wir eine gar nicht so schlechte Annäherung. Ich guck mal. Na, die wird nicht besser, wenn ich da hinten rumspiele. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal im Orbit. Und ich habe noch 300 Delta V. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gucken wir mal, dass wir als allererstes mal dafür sorgen, dass uns der Strom nicht ausgeht. Ich glaube, es war auf Gear, richtig? Ja. So, wir haben Strom. Wir haben Essen. Und wir haben sogar noch ein bisschen Sprit. Nicht mehr viel, aber ein bisschen haben wir noch. So, und jetzt werden wir mal zusammen mit unserem kleinen Boot hier darüber gehen, wo wir der Station... Der Station, weil er es da eine Station nennt. Wo wir dem Gefährt auf 30 Kilometer näher kommen. Was haben wir da für eine Unterschiedsgeschwindigkeit? Warte mal, mach mal langsamer. 164. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt mal auf Target, Retrograde. Los geht's, komm. Dreh dich. Dreh dich flink und dreh dich flockig. Und dann können wir... Habe ich eigentlich eine Antenne rangebaut an das Teil? Nur mal so für später. Ich glaube, ich hatte irgendwo eine Antenne rangeschraubt. Dachte ich zumindest. Na gut, können wir ja im Notfall noch später eine anbauen. Nicht ganz so wild. So, haben wir es denn jetzt bald? Target Retrograde und so. Sehr schön. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. So. Komm, wird fertig. Muss nur aufpassen, dass ich mich da nicht wieder mit außen links schieße. So. Was sagt er da? 34 Kilometer. Okay, dann machen wir jetzt mal hier langsamer. Zack. Läuft. Jetzt kommen wir aber mit der Periapsis ein bisschen weit runter, ne? Das ist nicht gut. Ah! Das ist nicht gut. Na gut, jetzt gehen wir mal ein bisschen Risiko. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu risikoreich werde. Wir haben 142 Meter. Und jetzt müssen wir eigentlich zugucken, dass wir an Höhe gewinnen, indem wir dem hinterherfliegen. Oh, ich hoffe, ich verbock das nicht. Jungs, die ihr da im Flieger sitzt, hoffen, beten. Vor allen Dingen hoffen und vor allen Dingen beten. Ich habe noch ein bisschen Schub, um euch da aus der Bredouille zu ziehen. Und ich hoffe, dass der reicht. Ehrlich gesagt. Ich würde mich gerne mit euch dieses kleine Weltraumabenteuer noch zu Ende fliegen. Oh, jetzt ist das Ding so unruhig, ne? Komm schon. Jetzt, ich mache jetzt mal RCS an. Irgendwie will der gerade gar nicht so, wie ich will. Ach so, verdammt, ich habe schon wieder Retrograde eingestellt. So, jetzt ist auch ruhiger beim Steuern. So. Komm schon, ein bisschen noch. Ja. Okay. Zack. So, da haben wir dann einen Geschwindigkeitsunterschied von irgendwas 113 und wir sind auf 69, das ist okay, ein bisschen noch. Komm schon, ein bisschen hoch noch, 70 Kilometer, okay. Da müssen wir jetzt einiges abbremsen, wir haben nur noch 34 Meter pro Sekunde im Tank drin. So, Retrograde schon mal gehen. Was wir jetzt machen werden, ist erstmal ein bisschen was noch abfedern mit unserem Tank und dann die letzten 90 Meter pro Sekunde mit unseren Manöverdüsen machen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Wir haben einiges anzugleichen. Also wir haben ja ein bisschen Monopropellant. Ich hoffe, dass das reicht und wir hier nicht gleich noch eine Rettungsmission starten müssen, weil ich so übel verbockt habe beim Aufstieg. Ja, war irgendwie nicht so geil aerodynamisch, die Rakete. Nicht so, wie es hätte sein sollen. So, wir haben noch 3 Minuten bis dahin. Ich lasse das mal noch ein bisschen randriften erstmal. Ja, kann auch mal auf eine ganz andere, unerwartete Art und Weise spannend werden, sowas. Igitt, igitt, igitt. So viel zum Thema, ich mach das mal schnell.
lief ja wieder ganz hervorragend. So, wir fangen jetzt mal an. Gucken, wie schlimm es ist. Okay, also erstmal zünden wir das hier jetzt. So, das Thema ist erledigt. Denn wir können uns jetzt mal von dem Scheiß da trennen. Decouple Node. Und dann geht's los. So, jetzt schauen wir mal. Ach du Scheiße. Da können wir aber ordentlich pumpen. Also noch 84 Meter Unterschied. Ja, das wird eine knappe Geschichte am Ende. Aber wir kommen der Sache näher und wir können auf jeden Fall jetzt so nach und nach unsere Umlaufbahn angleichen. Mal gucken, ob das insgesamt reicht mit dem Treibstoff. Mal gucken. Ja. Wir werden noch ein ganzes Stück schneller sein, wenn wir hier in der Nähe sind. Also ich denke mal so 60 Meter pro Sekunde werden wir auf jeden Fall noch Unterschied haben, vielleicht sogar ein bisschen mehr. So. Da hinten kommt er. Aber das könnte hinhauen, dass wir das trotzdem mit dem Monopropellant noch ausgeglichen kriegen. Also erste gedankliche Notiz, ich hatte überhaupt kein Fail-Safe-System. Also ich hatte keine Möglichkeit, den Start halt abzubrechen, weil ich hätte im Prinzip die Kerbals alle draufgehen lassen. Von daher, gedankliche Notiz fürs nächste Mal. Ach, wir sind sogar unter 60 Meter pro Sekunde schon. Sehr schön. Gedankliche Notiz fürs nächste Mal. Auf jeden Fall irgendeine Art von Fail-Safe-System haben, um notfalls den Start abbrechen zu können. Also Kapsel absprengen oder irgendwie sowas. So, wir haben noch 50 Meter anzugleichen. Wir haben noch ordentlich Sprit im Tank. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich meine Bremsung hinbekomme, bevor mir das Ding da wieder zu weit rausdriftet. Aber das wird. So nach und nach wird das. Jetzt ist eigentlich nur noch eine Frage, ob der Tank so lange durchhält, wie wir brauchen, um die Geschwindigkeit anzugleichen. Jo. Also letztlich ein Zeitspiel. Ja, oder ein Spiel auf die Tankfüllung hin. Aber ich glaube, das haut hin. Wir verbrauchen sehr wenig. Jetzt müssen wir halt nur, sobald wir da angeglichen haben, sobald wir die Geschwindigkeit halbwegs angeglichen haben, Fahrt aufnehmen in Richtung des Ziels als nächstes. Das Einzige, was uns jetzt eigentlich da dazwischen spielen kann, ist, dass wir so weit auseinanderdriften, dass ich das mit den RCS-Düsen nicht hinbekomme. Aber eigentlich müsste das klappen. Also wir haben noch gut Vorschub hier. Tja. Ja, klassischer Aerodynamik-Fuck-up. Also ich könnte jetzt nur vermuten, was passiert ist. Ich hatte halt nur sehr kleine Steuerflächen und ich war sehr, sehr schnell, als ich die Drehung eingeleitet habe. Ich nehme an, dass es mich daran einfach dadurch geflippt hat. Ist jetzt so meine Vermutung zumindest. Jo. Und dann hast du halt den Salat, ne? Dann ist es halt so. Wenn er sich erstmal dreht, ist es halt zu großen Teilen schon vorbei. Schade, dass ich ihn gar nicht, auch nachdem ich die Booster ab hatte, nicht gefangen bekommen habe, die zweite Drehung war, glaube ich, einfach unnötig. Ich hätte nicht sofort wieder in die Drehung gehen sollen, sondern versuchen sollen, erstmal relativ gerade nach oben zu gehen. Ja gut, hinterher ist man immer schlauer. Kann man machen, wenn man irgendwie 6000, 7000 Delta V zu verschenken hat. Ich hatte halt nur 5300 und zwei Flips sind dann doch einer zu viel, muss ich sagen. So retrospektiv betrachtet. So, 16 Meter pro Sekunde. Noch Unterschied. Und wir haben noch 400 Einheiten Monopropellant. Ich bin mal guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Dass das so ein Geacker wird mit dem Cockpit. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So. Na komm, 13. So, wir sind fast jetzt auf einem Parallelkurs, sage ich mal. Also was wir im Prinzip gerade machen, ist ja eigentlich unsere Apoapsis nach unten zwingen, damit wir anfangen,
Oder damit wir genauso schnell fliegen wie er. Also das ist, was das Manöver letzten Endes tut. Unseren Kurs immer mehr an seinen angleichen. Das passiert halt automatisch dadurch, dass wir an einer relativ ähnlichen Position wie das andere Schiff die Geschwindigkeit über das Manöver hier angleichen. Und wenn wir an der gleichen Position in die gleiche Richtung, die gleiche Geschwindigkeit fliegen, ist das logischerweise fast der gleiche Orbit, weil wir ja fast die gleiche Position haben. Sobald ich dann wiederum anfange, meine Geschwindigkeit auf ihn zuzubewegen, verändere ich meinen Orbit im Prinzip so, dass ich unter seinen Orbit runtergehe. Das heißt, ich gehe dann hier in diese Richtung. Das heißt, ich verstärke das, was ich jetzt gerade tue, noch ein Stück weit. So. Jetzt haben wir noch 6 Meter zu bewältigen oder 6 Meter Unterschied. So. Und was ich dann gleich mache, ist quasi zu Beginn meinen Orbit hier rüber zu verlegen, mit dem drauf zu fliegen. Na, also wenn ich jetzt hier auf das Ziel zufliege, ziele ich im Prinzip auf die Station rüber und verschiebe dadurch meinen Orbit unter sein. Und dadurch hole ich halt auf, Schrägstrich, ich komme ihm halt näher. Das ist halt eigentlich die ganze Magie von so Rendezvous. Und für die braucht man halt eigentlich, wenn man erstmal so ungefähr auf der gleichen Umlaufbahn ist, relativ wenig kinetische Energie oder relativ wenig Schub, den man anbringen können muss. Deshalb funktioniert das mit den RCS-Thrustern, auch wenn das jetzt ein bisschen Geduldsspiel ist, bis wir hier fertig sind, aber lange ist es ja nicht mehr. Ist es halt letztlich eine relativ einfache Geschichte, die wir da machen, weil wir jetzt halt noch eine Distanz von knapp 14 Kilometern zwischen uns zu überbrücken haben und wir jetzt gleich neutral sind von der Geschwindigkeit her. Das heißt, wir fliegen quasi nebeneinander her. Natürlich stimmt das nicht ganz, also es ist nicht die hundertprozentige Wahrheit, eben weil ich ja auch ein Stück weit ab bin. So, und jetzt seht ihr auch schon, wenn ich anfange wegzugehen von der ganzen Geschichte, dann beginnt er sich auch sofort wieder hochzuschrauben mit der Geschwindigkeit. Und was ich jetzt versuche, ist quasi auf ihn zuzufliegen, um die Distanz zu verkürzen. Jetzt gucken wir mal, das funktioniert auch. Also, wie ihr hier unten sehen könnt, an der Zahl, kann ich das eingeblendet lassen, ja. Wir kommen jetzt auf ihn zu. Jetzt wird halt hier irgendwann auch der Prograde gleich kommen. Aus irgendeiner Richtung, von da oben. Okay, also seht ihr ihn hier am Rand des Navboards, kommt er jetzt. Und damit ich ihn jetzt hier reinzwingen kann, in das Pinke, das will ich nämlich, damit ich auf Kurs bin auf ihn zu, muss ich auf die andere Richtung gehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, kommt der Prograde hoffentlich hier rüber. Ja. Also richtig gut klappt das nicht gerade. Na komm. Also ich verkürze meine Distanz zwar gerade, aber mein Ziel geht langsam aber sicher schneller als ich. Eventuell reicht mein Schub nicht aus. Meck, 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 meck. Was natürlich bitter wäre. So. Den ziehen wir jetzt gerade runter. Jetzt machen wir ein bisschen was anderes. Also das funktioniert so nicht. Ich merke jetzt gerade, ich habe bei weitem nicht genug Saft in meinen Boostern drin oder in meinen RCS-Thrustern, um ihn wirklich zu kriegen. Was ich jetzt mache, ist was anderes und zwar unterfliege ich ihn jetzt. Ich weiß ja, dass ich langsamer sein, dass ich schneller sein muss als er, weil er jetzt quasi. Also ich muss schneller werden. Er ist jetzt auf einer niedrigeren Bahn und fliegt mir jetzt nach und nach weg und das kann ich einfach nicht einholen mit den Triebwerken, die ich habe. Was ich jetzt also mache, ist, ich benutze jetzt mein Triebwerk, mein RCS-Thruster, um meinen Orbit abzusenken. Im Idealfall, wenn ich das schaffe, unter seinen drunter. Das heißt, ich mache mich jetzt halt schneller, indem ich mich auf eine niedrigere Umlaufbahn bringe und meine Apoapsis, natürlich auch meine Periapsis, ein Stück weit absenke. Unter seine drunter. Er hat eine Apoapsis von 94 und 81 und ich habe derzeit halt noch 114, 108. Ich kann jetzt mit relativ wenig Aufwand natürlich dafür sorgen, dass im ersten Schritt meine Periapsis unter die 80 drunter geht. Dafür brauche ich nicht allzu viel Schub. Dann muss ich mich halt gedulden, weil ich dann ja schneller werde als er, sobald ich seine Periapsis unterfliege. Also wenn ich jetzt unter die 81 gehe, einen kurzen Moment dauert.
dann werde ich an der Stelle schneller sein als er und beginnen aufzuholen. Im Moment reden wir auch nicht über viele Kilometer, die ich aufzuholen habe, sondern es ist halt eine Kleinigkeit. Wie gesagt, 15 Kilometer ist jetzt gerade kein Unding. So. Und wenn ich dann an der Periapsis bin, werde ich natürlich da dann nochmal beginnen, auch meine Apoapsis zu korrigieren, damit die eben auch auf dem Wert unter seine Apoapsis fällt, damit das halt nicht nur an der Stelle ein Aufholen wird, sondern ich generell beginne zu ihm aufzuholen. Das Ganze versuche ich jetzt allerdings nicht zu sehr zu übertreiben. Also ich würde jetzt versuchen, eine Periapsis von 80 Kilometern hinzukriegen und eine Apoapsis von, keine Ahnung, irgendwie so um die 90. So. Und aus. Reicht. So, damit haben wir nämlich den ersten Schritt gemacht, dass wir jetzt gleich in unserer Umlaufbahn, gucken, ob man das ein bisschen sehen kann, an einem gewissen Punkt anfangen werden, ihn einzuholen. So, also hier haben wir jetzt eine Trennung von 45 Kilometern dann schon. Und ich könnte jetzt natürlich massenweise Treibstoff da reinpumpen, ihn einzuholen, aber es ist einfach unrealistisch. Ich werde das nicht schaffen. Was ich aber machen kann, ist jetzt kurz vor meiner Periapsis aus dem links rausgehen. Weil guck mal, jetzt gerade hole ich eben auf, weil ich auf einer niedrigeren Umlaufbahn fliege. Was ich jetzt mache, ich gehe jetzt im Orbit auch wieder auf Retrograde. Und bremse jetzt eben, wenn ich dann direkt an der Periapsis bin, bremse ich meine Apoapsis runter auf knapp unter 90 oder irgendwie sowas. Womit ich eben dafür sorge, dass meine Distanz zu ihm dann doch nochmal deutlich verkürzt wird. So, hier sieht man das schon ganz gut. Also hier komme ich auch auf 37 ran. Und so kann ich halt mit relativ wenig Sprit, weil ich habe ja nicht mehr so viel und ich habe nur das Monopropellant, trotzdem dafür sorgen, dass ich dieses relativ komplexe Manöver noch hinbekomme und... Ich würde mal sagen, schon so, ich würde so schätzen, 80% Wahrscheinlichkeit sollte man da auch eine faire Chance haben, dieses Manöver hinzubekommen. Ich darf jetzt halt nur nicht zu sehr mit meinem Manöver von dem abweichen, was er fliegt, weil sonst habe ich nachher wieder zu viel anzugleichen, weil wir sehen jetzt hier schon, Relative Speed ist hier 142, das ist natürlich relativ viel, weil wir wieder auf eine andere Bahn rausgehen. Also das ist dann schon wieder ein bisschen too much, um das anzugleichen. Das heißt, jetzt gucken wir mal, dass wir hier, Periapsis ist in einer Minute, okay, dass wir hier jetzt gleich eine ordentliche Angleichung hinbekommen, ohne uns zu weit von seiner Bahn zu entfernen. Weil je mehr Unterschied wir reinbringen, umso höher ist, wie gesagt, natürlich auch unsere unterschiedliche Bahngeschwindigkeit. Und die muss ich an irgendeinem Punkt wieder angleichen. Und da habe ich halt nur das zur Verfügung, was ich eben von meinen RCS-Thrustern bekomme. Und es ist im Zweifelsfall halt nicht viel. Nee. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen zur Periapsis hin. Ja. Und ich würde sagen, wir feuern das mal. Und gucken, dass wir die jetzt auf so... Ja, auch also mindestens mal auf 94 bringen. Und wie ihr jetzt hier schon seht, guck mal, jetzt verringert sich hier auch der Relative Speed, weil wir eben unseren Orbit nochmal ein bisschen mehr angleichen. Und wir kommen auch näher zueinander. Aber halt weiter hinten erst. So. Also wir machen das jetzt halt ein bisschen indirekt. So, er hat eine Apoapsis von 95, ach nee, er hat 94,649. 94,649, das heißt, da sollte man nicht zu weit von abweichen. 94,644 ist okay. So, jetzt haben wir hier drüben schon mal eine Begegnung auf 35 Kilometern, wobei er mich dann schon überholt hat. Und ich an ihm vorbei bin. Nee, er ist noch vor mir. Alles gut. Alles gut. So, das heißt, hier drüben bin ich ein bisschen unter ihm. Hier bin ich auch leicht unter ihm. Das heißt, wir werden jetzt nach und nach... Also das machen wir lieber aus. Wir werden jetzt nach und nach unsere Entfernung zu ihm abbauen. Mit der Zeit. Was ich dann jetzt noch ein bisschen aufpassen muss, ist natürlich, wir sind in der Apoapsis sehr nah beieinander. Also ich habe 94,642, er hat 94,649. Meine Periapsis liegt aber deutlich unter seiner. Also er hat 81 Kilometer, ich habe 79,92. Das heißt, ich werde jetzt hier ein bisschen Prograde gehen.
Einfach nur, um das auch nochmal anzugleichen. Und nicht zu schnell zu sein dann nachher. Obwohl, muss ich das zwingend angleichen? Ich will ihm ja ein bisschen näher kommen, auch wirklich. Ich lasse es mal dabei tatsächlich. Die 2 Kilometer sollten eigentlich nicht so sehr ins Gewicht fallen. Jetzt schauen wir mal. Also, wenn wir den passieren, kriegen wir dann unseren nächsten Treffer. Unser nächster Treffer wird. Na, bin ich jetzt echt schneller unterwegs? Ist er jetzt echt schneller unterwegs als ich? Vierunddreißig Kilometer. 33, 32, 27 Kilometer. Ah, jetzt hat er es auch korrigiert. Okay, also wir nähern uns jetzt sehr langsam an. Werden jetzt auch beim nächsten Pass nur noch eine Unterschiedsgeschwindigkeit von 88 Metern pro Sekunde haben. Sehr schön. Jetzt schauen wir mal, wie der nächste Pass läuft. Zack, zack. So, korrigiere er sich. Na. Er will es noch nicht wahrhaben. Neunzehn Kilometer. Sehr schön. Es wird noch ein 62 Meter Unterschied. Also wir kommen an die Sache ran. Langsam, aber unsicher. Sehr schön. So soll es sein. Und jetzt können wir nämlich mit relativ wenig Treibstoff uns nach und nach ranpirschen. Und was ich halt haben möchte, ist eigentlich eine Begegnung, in der wir unter die 10 Kilometer kommen. Und ja, ich weiß, dass die Folge jetzt langsam eine gewisse Länge bekommt. Aber ich möchte zumindest hier noch irgendwie in die Nähe von dem Teil kommen. Einfach nur um meine persönliche. Ja, jetzt wird es langsam interessant. Und ich glaube, der nächste Umlauf ist dann wahrscheinlich unserer. Ich würde jetzt so gerne F5 drücken, weil es ist jetzt einfach ein gewisses Risiko auch, dass ich mich verzocke. Aber theoretisch müsste im nächsten Umlauf, wir haben ja sehr, sehr gleiche Umlaufbahnen. Deshalb lasse ich ihn jetzt noch einmal umlaufen. Im nächsten Umlauf müssten wir dann hier an der Stelle wahrscheinlich irgendwie sowas wie 2-3 Kilometer hinbekommen. Komm schon, mit einer sehr geringen unterschiedlichen Geschwindigkeit. Wenn er da hinten ist, springt er um. Dann wissen wir mehr. 11 Kilometer und 2,9. Hervorragend. Bei nur 11,4 Metern Unterschied. Und ich würde sagen, da haben wir einen sehr schönen Ansatzpunkt, um in der nächsten Folge das Emergency-Docking-Manöver zu machen mit unseren letzten paar Monopropellants. Denn ich habe es ja wieder mal gründlich verbockt, aber das gibt uns einen schönen Einstieg und eine schöne Aktion für die nächste Folge Hardcore Kerbal. Und für alle von euch, die bis hierhin mit mir durchgehalten haben und sich jetzt die Nägel schon bis auf die Nagelhaut runtergekaut haben, vielen Dank fürs Zuschauen. Sehr schön, dass ihr euch mit mir zusammengeärgert habt. Das freut mich. Und nächste Folge kriegen wir das dann auch hin und docken dieses verdammte Cockpit an und vergessen einfach, dass das hier jemals passiert ist, okay? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Einen schönen Start in die neue Woche. Mein Name ist Robert und tschüss.